Hallo zusammen, ihr kennt sicherlich all das Problem, euer Boden ist stark verschmutzt, ihr müsst ihn reinigen, was natürlich sehr anstrengend ist, aufwendig und natürlich auch nervenaufreibend sowie zeitraubend. Abhilfe verschafft hier natürlich eine elektrische Reinigungsbürste, die euch hier deutlich und massiv die Arbeit erleichtert. Da es aktuell so viele auf dem Markt gibt, haben wir uns die Mühe gemacht, euch mal die 5 besten Reinigungsbürsten hier im direkten Vergleich vorzustellen. Also bleibt dran und schaut euch das Video bis zum Schluss an. Ich würde sagen, wir starten also jetzt sofort und fangen dann auch gleich mit Platz 5 an. Auf Platz 5 landet bei uns die CleanMax 05991 Reinigungsbürste. Und jetzt kommen wir auch gleich mal zu den Vorteilen. Wir haben hier einen sehr günstigen Preis, 3 Aufsätze sind mit dabei, wir haben einen Verlängerungsarm, Lithium-Akku, er ist sehr leicht, handliche Bauform, benutzerfreundlich, die nach leider eine etwas zu geringe Leistung und eine etwas schlechte Verarbeitung. Dann würde ich sagen, schauen wir uns auch gleich mal die Produktdetails zu dieser Elektrobürste an. Wir haben hier eine Drehzahl von maximal 180 RPM, sie ist sehr gut zerlegbar, hat eine Verlängerungsstange mit dabei, wiegt nur 1,2 Kilogramm, hat einen 3,7 Volt Lithium-Akku, hat einen Polieraufsatz mit dabei, sie ist universell einsetzbar und hat einen benutzerfreundlichen Griff. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch gleich mal diese Elektrobürste hier auf Amazon an. Ich verlinke sie euch auch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link an und dann kommt ihr auch zu dieser Seite hier auf Amazon, wo ihr euch sie nochmal nach dem Video in aller Ruhe anschauen könnt. Gehen wir auch gleich hier weiter zum Preis. Die Elektrobürste in diesem Set kostet ja knapp 38 Euro, ist also durchaus gutes Einsteigermodell für einen ja schmalen Geldbeutel. Jetzt gucken wir uns hier auch nochmal die technischen Daten nochmal an und da können wir auch hier schon sehen, wie das Set hier gut daherkommt. Es ist sauber zerlegbar, reichhaltig und hier sehen wir nochmal die einzelnen ja Funktionen und die Anwendungsgebiete, wo man sie überall einsetzen kann. Macht auf uns auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Gehen wir gleich weiter zu den Bewertungen und auch die wird hier als gut bezeichnet, hat einen guten Akku, funktioniert super und auch alles weitere sieht gut aus. Wie gesagt, den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit Platz 4 und auf diesem Platz landet bei uns die Homit HT-SS01 Reinigungsbürste. Die Vorteile auf einen Blick. Wir haben hier einen sehr guten Preis. Wir haben hier 3 Bürstenköpfe mit dabei, eine extra kurze Grifflänge, eine Leistung von 280 Umdrehungen in der Minute, eine praktische Lagerung, sie ist leicht und handlich, benutzerfreundlich, die Nachteile leider etwas wackelig und das Umstecken ist manchmal etwas, ja, umständlich. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die Produktdetails mal an. Also die Drehzahl, wie eben schon erwähnt, 280 RPM. Wir haben eine Grifflänge von 39 cm. Sie hat einen eingebauten Haken. Sie hat eine Arbeitszeit von ungefähr 90 Minuten. Gewicht von 1,7 Kilogramm. Einen guten Akku, eine Ladezeit von 4 Stunden und eine LED-Ladeanzeige. Weiter geht es auch hier jetzt, indem wir uns die mal näher auf Amazon anschauen und auch diese Elektrobürste gibt es unten als Link, also klickt dort mal drauf, dann kommt ihr auch zu dieser Seite hier. Hier nochmal die einzelnen Produktabbildungen, was sie so alles kann und drauf hat. Dann kommen wir auch gleich zum Preis, der beträgt hier 49,99 Euro, ist also teurer als die anderen, aber hat natürlich auch etwas mehr Leistung. Hier sehen wir nochmal die Funktion im Überblick, besonders der kurze Griff ist hier natürlich sehr praktisch, wenn ihr hier mehr oder weniger auf gleicher Ebene irgendwas reinigen wollt. Die Bewertungen, die sehen auch sehr gut aus. Fugen, blitz und blank, super tolle Bürste, super tolles Gerät, erstaunliche Kraft, kann sich also durchaus sehen lassen. Und auch wir sind sehr zufrieden, wir finden die Bewertungen hier sehr aussagekräftig und können euch auch nur diese Elektrobürste empfehlen. Wie gesagt, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit Platz 3 und dort landet bei uns die Good Papa Spin Scrubber Akku Elektrobürste. Kommen wir auch hier gleich mal zu den Vorteilen. Wir haben hier eine sehr ergonomische Elektrobürste mit sogar 5 Bürstenköpfen, die Leistung 280 Umdrehungen in der Minute. Sie hat eine Verlängerungsstange mit dabei, ein geringes Gewicht, ein Geschwindigkeitsregler, eine praktische Halterung und der Winkel ist frei verstellbar. Die Nachteile leider etwas teurer. Dann würde ich sagen, gucken wir uns auch hier gleich mal die Produktdetails im Überblick an.
Ja, die Drehzahl 290 Umdrehungen in der Minute. Wir haben hier einen starken Motor aus hochwertigem Edelstahl. Die Arbeitszeit beträgt bis zu 60 Minuten, das Gewicht 1,7 Kilogramm und sie hat sogar zweimal zwei 2800 mAh Akkus mit dabei. Wir haben hier eine Hochtemperaturbeständigkeit und eine LED-Ladeanzeige. Jetzt gucken wir uns nochmal hier die Bürste direkt auf Amazon an. Selbstverständlich gibt es auch den Link unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir nochmal die einzelnen Produktbilder, wie man sie verwenden kann. Die ist also hier wirklich sehr hochwertig gefertigt, dementsprechend auch etwas teurer. Hier knapp 73 Euro. Schauen wir uns also auch gleich hier mal die weiteren Details an. Hier wird also nochmal alles ausführlich erklärt und aufgezeigt. Wir haben hier ein sehr reichhaltiges Set, wo wirklich alles dabei ist, was ihr im Grunde benötigt. Und natürlich gibt es auch hier sehr viele gute Anwendungsgebiete, wo man diese Elektrobürste sehr sinnvoll einsetzen kann. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter runter zu den Bewertungen und auch die sehen sehr gut aus. Wird hier als tolles Putzwunder bezeichnet, als sehr gute Hilfe, als erstklassiges Reinigungsgerät und auch wir sind sehr zufrieden damit und könnt ihr euch natürlich hier nur wärmstens weiterempfehlen. Solltet ihr also auch Interesse an dieser Elektrobürste haben, dann klickt einfach mal unten den Link an und dann könnt ihr sie, wie gesagt, nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Kommen wir nun zu Platz 2 und auf diesem Platz landet bei uns die Homit HM115C Reinigungsbürste. Schauen wir uns auch hier gleich mal die Vorteile im Überblick an. Wir haben eine hochwertige Verarbeitung, 4 Bürstenköpfe, eine Leistung von 290 Umdrehungen in der Minute, eine Verlängerungsstange, ein geringes Gewicht, lange Arbeitszeiten sind hiermit möglich, wir haben eine praktische Halterung, einen verstellbaren Winkel. Die Nachteile, leider ist der Bürstentausch etwas schwierig. Weiter geht es mit dem Produktdetails. Wir haben hier eine Drehzahl von 290 RPM, ein sehr hohes Drehmoment, eine Arbeitszeit von bis zu 90 Minuten, ein Gewicht von 1,73 Kilogramm. Auch hier sind zwei Akkus mit dabei. Wir haben hier einen Überladeschutz, eine LED-Anzeige, einen einstellbaren Bürstenkopf und einen verstellbaren Arm. Jetzt schauen wir uns auch diese Elektrobürste hier mal ganz genau auf Amazon an. Hier können wir sie nur im Detail sehen, die einzelnen Produktabbildungen. Und auch hier sieht soweit alles gut aus und natürlich ist auch diese unten in der Videobeschreibung verlinkt, also klickt dort mal drauf. Der Preis 63,99 Euro ist hier wirklich sehr gut, sie bietet hier ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis an. Wir gehen jetzt etwas weiter runter und schauen uns auch nochmal hier die technischen Daten etwas näher an. Hier wird alles sehr gut erklärt, das muss man hier wirklich sehr positiv erwähnen und auch hier können wir schon mal die Zubehörteile sehen. Und was es so alles hier ja mit möglich ist. Man kann hier sogar die Räder vom Auto gut reinigen, also ist wirklich sehr flexibel einsetzbar. Die Bewertungen fallen auch hier sehr positiv aus. Sie wird als ja sehr praktisch bezeichnet und auch wir sind wirklich sehr überrascht von diesen zahlreichen guten Bewertungen. Zwischen 4 bis 5 Sterne ist hier meistens alles dabei. Wie gesagt, die Elektrobürste, die verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf, wenn ihr auch Interesse daran haben solltet. Jetzt kommen wir zu Platz 1, unserem Vergleichssieger und das ist die Tiswall QXJM1 Elektrobürste. Schauen wir uns gleich mal die Vorteile an. Wir haben hier einen sehr günstigen Anschaffungspreis, 4 Bürstenköpfe sind mit dabei, wir haben ein hohes Drehmoment, ein geringes Gewicht, eine sehr lange Arbeitszeit, einen effizienten Motor, ein sehr hochwertiges Getriebe, verstellbaren Winkel. Die Nachteile, leider etwas günstigeres Gehäuse, aber ich denke mal, das ist zu verkraften für den sehr guten Preis. Gehen wir gleich mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier eine Drehzahl von 260 RPM, ein sehr hohes Drehmoment, eine Arbeitszeit von sagenhaften 180 Minuten. Sie ist sehr leicht mit einem Kilo. Sie hat einen sehr großen Akku, 4000 mAh, einen Überladeschutz, hochwertiges PC, Boston-System. Wir haben einen einstellbaren Bürstenkopf und einen verstellbaren Arm. Gehen wir auch gleich mal weiter zu Amazon. Hier können wir nochmal die einzelnen Produktbilder sehen, sowie auch das Getriebe, das hochwertige aus Metall, was auf uns natürlich hier sehr gut wirkt. Dann gehen wir gleich mal zum Preis. 49,99 Euro ist wirklich hier ein unschlagbarer Preis. Deshalb ist sie auch ein aktueller Bestseller auf Amazon und landet auch dort in der Bestsellerliste auf Nummer 1. Hier können wir nochmal das gesamte Set anschauen. Das ist wirklich alles dabei, was ihr benötigt. Hier nochmal das Hochleistungsgetriebe und dann würde ich sagen, gucken wir uns auch hier gleich nochmal die Funktionen an, was sich so alles bietet. Hier können wir mal sehen, dass es hauptsächlich für den Boden geeignet ist und für die Wände und auch die Bewertungen sehen gut aus. Ein amazing Produkt ist es. Auch hier wird alles mit sehr vielen Videos nochmal
dargestellt, dargedeutet, dass es hier wirklich um ein sehr praktisches Gerät handelt, was natürlich auch hier sehr viele Vorteile bietet. Wir sind auf jeden Fall auch sehr überzeugt und verlinken euch das Produkt unten in der Videobeschreibung. Unser Vergleichssieger steht also fest, es ist die Tiswall QXJ M1 Elektrobürste. Kommen wir mal zu dem Vergleich und zu den Vorteilen. Wir haben hier also einen sehr guten Preis. Wir haben hier 4 Bürstenköpfe mit dabei, einen effizienten Motor, ein hochwertiges Getriebe, verstellbare Winkel und natürlich ein sehr geringes Gewicht. Ja, das war's nun hier zu dem Vergleich zu den besten und beliebtesten 5 Elektro-Reinigungsbürsten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alle Links und Informationen zu den Produkten gibt es unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf. Wenn ihr mehr über Staubsauger wissen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Seite an, www.staubsaugertest24.de. Hier findet ihr wirklich eine sehr große Auswahl an Staubsaugern aus sämtlichen Kategorien. Staubsauger mit Beutel, Staubsauger ohne Beutel, natürlich Akkustaubsauger, wir haben hier Roboterstaubsauger und auch Waschsauger. Zudem gibt es hier sehr viele Produktberichte im Direktvergleich, da gibt es mal Testberichte und es gibt auch sehr viele interessante Ratgeber zu allen möglichen Themen. Ich bedanke mich nun fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Bis bald!